liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Union Tactic Company Xbox Gemeinschaft. Liebe Freunde, heute wollen wir uns etwas die XVPG wenden, und zwar um die Tabelleführung. Das erste Spieltag ist nun vorüber und da wollen wir über die Platzierung der zurzeit an die Tabelle führenden Teams. Und zwar an ersten Platz ist der SC All Stars 11 mit 2 gespielten Spielen, 12 Toren und beide Spiele gewonnen. Und SC All-Stars 11 ist, wie gesagt, am ersten Platz. Gefolgt von UTC All-Stars, auch 2 Spiele, 7 Tore und 6 Punkte. Auch beide Spiele diese gewonnen. Und ja, dann kommen wir zum dritten Platz, All-Stars Royal. 2 Spiele gespielt, auch die 2 Spiele gewonnen. Alle 3 Platzierten übrigens, alle beide Spiele gewonnen. Und hier bei All-Stars Royal 3 Tore, 6 Punkte, wie gesagt, und beide Spiele gewonnen. Dann der vierte Platzierte ist der Crazy Kickers. Crazy Kickers haben von beide Spiele 1 gewonnen und 1 verloren, haben zurzeit 8 Tore, das ist auch jede Menge, und 3 Punkte. Dann auf dem fünften Platz UTC Dragons, 2 Spiele gespielt, 1 gewonnen, 1 verloren, und hierbei 5 Tore und 3 Punkte. Dann auf dem sechsten Platz VPC Unbetable, 12 Spiele gespielt, 3 Tore und 3 Punkte, 1 gewonnen, 1 verloren. Und wir kommen zum siebten Platz, Royal Football, 2 Spiele gespielt, 3 Tore und 3 Pünktchen, 1 gewonnen, 1 verloren von den Spielen von beiden. Und am achten Platz ist UTC White Tiger mit 2 Spielen, leider beide verloren, und da haben sie leider keine Punkte davon getragen, genauso wie auf dem 9. Platz UTC Patriots, auch beide Spiele verloren, 0 Punkte davon bekommen. Und dann haben wir Adafruit 11 auf dem letzten Platz, auf dem 10. Platz Adafruit 11, 2 Spiele auch gespielt, leider auch 2 Niederlage und davon auch 0 Punkte. So, liebe Freunde, am 22. geht es weiter mit XVPG. Ihr könnt euch natürlich gerne anmelden mit euren Teams. Ihr kommt zwar in der Warteliste, aber sobald immer 2 zur Verfügung stehen, werden diese reingelassen und dann könnt ihr Gas geben und mit uns dann gemeinsam, ja, an den Sieg kämpfen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer UTC-Channel und tschüss. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr.